Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing und zwar heute mit etwas ganz, ganz Neuem. Ich hatte es in den letzten Unboxings ja schon mal angeteasert und zwar haben wir das Lego Pendant zu den Funko Pop Figuren. Ja, sind am 15. Februar neu erschienen. Es gibt mittlerweile 10 bzw. 12 Figuren. Wir haben hier die ersten 4. Wie ihr da oben vielleicht auch schon sehen könnt, warten die weiteren 4 und die anderen 4 sind noch im Karton unten. Darüber werden natürlich auch noch Videos folgen. Aber heute haben wir jetzt erstmal, wie gesagt, die 4. Das geht um Batman, das ist die 1. Dann die Batgirl ist die 2, Robin die 3 und Joker die 4. Kostenpunkt sind in etwa 10 Euro. Ja, am 15. bereits erschienen. Und ich habe sie auch schon zusammengebaut. Wie man anhand, achso, jetzt sieht man es nicht mehr, hier anhand der Spitzen schon erkennen kann. Und wir haben das natürlich aufgenommen für euch, wie wir die im Zeitraffer aufgebaut haben. Das ist ganz lustig, denn aufgrund, ich zeige die Figur hier mal, der Haarstruktur hier, man kann es vielleicht erkennen. Oh, das wirkt ein wenig grau, ne? Aber soll aber grün sein, ich kann euch beruhigen. Das ist Joker. Vielleicht kann er mal, genau da. Hat der ziemlich lange gedauert. Also, was heißt ziemlich lange? Verhältnismäßig lange. Für Batman ungefähr, das war die erste Figur, die ich zusammengebaut habe, habe ich circa, ich glaube, 16 Minuten gebraucht. Batgirl war dann schon etwas schneller, ich glaube, 13. Und Robin auch ungefähr. Und Joker, meine persönliche Lieblingsfigur von den Vieren, hat dann, glaube ich, 20 Minuten. Ja, das will ich euch aber nicht alles zeigen. Das ist im Zeitraffer zusammengeschnitten. Bevor ich jetzt weiter groß quatsche, will ich euch das nicht vorenthalten. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß und wir sehen uns nach dem kurzen Zeitraffer wieder. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, das sind die 4 Figuren, die ihr jetzt gerade auch schon im Video gesehen habt. Wie ihr auch schon erkennen könnt, handelt es sich da um die DC-Kollektion. Ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, DC, Rufen und DC. Ich bin ehrlich gesagt absolut kein DC- oder Marvel-Fan. Ironischerweise ist die zweite Kollektion, die danach folgt, die Marvel-Kollektion, wie soll es auch anders sein. Aber ich fand die so cool, als ich in dem Lego-Store war, dass ich die einfach mitnehmen musste. Und ja, ich werde das jetzt auch weiterführen. Erstmalig wurden die
vorgestellt, glaube ich, 2016 auf der Comic-Con. Es gibt auch noch viele weitere Comic-Con-Exklusive. Was heißt viele weitere? Ich glaube nur zwei, drei oder vier. Die gab es dann immer so einen Doppelpack. Und ich habe mal geschaut auf eBay, da kostet ein so Doppelpack 800 Euro. Also das sind wirklich schon Sammlerstücke. Das sind ja halt jetzt die gewöhnlichen, die auch im Handel erhältlich sind. Bis dato nur online oder in den Stores, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn ihr nicht also gerade in der Nähe von einem Lego-Store wohnt, müsstet ihr also zu dem Online-Store zurückgreifen. Dort ist auch als kleiner Tipp derzeit versandkostenfrei ab 20 Euro. Das heißt, ihr müsstet allerdings drei Figuren bestellen, da beide, also zwei Figuren unter 20 Euro, 19,98 liegen. Naja, ist halt so, ne? Als nächstes folgt, wie bereits erwähnt, die Marvel-Kollektion. Da geht es um weitere vier Figuren und zwar die vier hier. Und zwar The Hulk, Black Widow, Captain America und Iron Man. Als 8., 9., 10., 11., nee, 9., 10., 11., 12. kommt, was war das, glaube ich? Schön und das Biest, also die Schöne und das Biest. Und, ach ja, Salazar von Fluch der Karibik und Captain Jack Sparrow. Ja, die Folgen, die sind derzeit offiziell noch nicht erhältlich, die erst ab dem 1. April. Die Figuren sind allerdings auch schon über diesen VIP-Status verfügbar. Ich habe mich da auch einfach angemeldet, hat keinen Tag gedauert, dann wurde man da angenommen und dann konnte man die auch schon bestellen. Also das ist gar kein Problem. Ja, das war es dann erstmal an dieser Stelle von mir, bevor das Video wieder viel zu lang wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr bei dem nächsten auch wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, wieder einen Daumen hoch. Wenn nicht, auch einen Daumen runter. Auch negative Kritik oder negative Bewertungen sind gute Bewertungen. Schreibt was in die Comments, was auch immer. Ja, und nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.